Rob Bubble hat vor kurzem das Video hochgeladen, warum die Woken von allen gehasst werden. Und als ich darauf reagiert habe, hat das Ganze schon eine kleine Kontroverse ausgelöst, die sogar dazu geführt hat, dass ich ein 6-seitiges Dokument im Kürzestil bekommen habe, warum eigentlich alles, was ich darin gesagt habe, komplett falsch ist. Aber da ich eh immer schon mal gecancelt werden wollte, gebe ich jetzt meine Meinung zu den teils sehr aufgeladenen Themen ab und erkläre, warum ich das Video von Rob ehrlich gesagt gar nicht so gut fand. Ich wurde neulich auf was hingewiesen, was mich krass schockiert hat. Ich bin anscheinend woke und nicht nur ich, alles ist woke. Funk, Hollywood, die Regierung, alle Influencer, die Montana Black nicht mag. Und allein das schon finde ich ziemlich manipulativ. Da man halt berechtigte Kritik, wie an Funk zum Beispiel zum Teil, lächerlich macht, indem man sagt, ja, jeder ist woke, den Montana Black nicht mag. Keine Ahnung, wirkt für mich einfach so, als wollte man da schon so einen gewissen Eindruck erzeugen, aber schauen wir mal weiter. In den USA hat eine Organisation mal alles gesammelt, was da laut Fox News gerade alles woke ist. M&M's, Nike, BlackRock, Lockheed Martin, Facebook, Twitter, Google, North Face, Woca-Cola, Ben & Jerry, Walmart, corporations, capitalism, fascism, racism, public schools, private schools, universities, medical schools, college campuses, math, kindergarten, lesson plans, the CIA, NASA, military, the Air Force, the Navy SEALs. They've been woke with the emojis for a long time. Enough of the woke Santas. Baseball is going woke. The NFL. US soccer is a body. LeBron James. What's going on with the wokeification of NASCAR? Und diese Clips hier einzublenden, finde ich leider relativ nichtsaussagend. Fox News ist natürlich nicht die neutralste Berichterstattung und die machen eher so Sensationsjournalismus, wie es jetzt die Bild oder so macht. Aber es wäre doch trotzdem wichtig zu erwähnen, in welchem Zeitraum diese Aufnahmen gefallen sind. Weil wenn das jetzt aus einer Woche stammt und all diese Markennamen wirklich im Kontext zu Woke genannt wurden, ne, finde ich das halt krasser, als wenn das jetzt aus 2-3 Jahren wäre. Außerdem hat man in den Clips auch gar nicht erkannt, was hier genau kritisiert wurde. Teilweise wurde Woke dazu gesagt, bei den meisten Clips jedoch nicht, da war es einfach nur irgendein Markenname. Außerdem ging daraus auch nicht hervor, ob den Firmen wirklich Woke sein oder vielmehr Woke-Washing vorgeworfen wurde. Also, dass sie sich nach außen hin als Woke präsentieren, um ein besseres Image zu bekommen. Wäre meiner Meinung nach auch noch super wichtig gewesen. Dann stellt er die Frage, was Woke eigentlich bedeutet und zeigt daraufhin Leute, die zugegebenermaßen eine sehr, sehr schlechte Antwort liefern. Would you mind defining Woke? Because it's come up a couple times and I just want to make sure we're on the same page. So, I mean, woke is sort of the idea that, Irgendjemand anders? The Democrats want to get you in an argument where you're having to define wokeism. It could be a feeling, it could be a sense. Ist halt wieder ein bisschen schwierig, weil jetzt haben da zwar zwei Leute doof drauf geantwortet, aber es gibt ja auch durchaus Leute, die darauf eine sinnvolle Antwort hätten geben können. Und da das eh das nächste Kapitel ist, mache ich das jetzt auch einfach mal. Also das ursprüngliche Woke hat sich für Gleichberechtigung eingesetzt, beispielsweise von Schwarzen und Weißen. Und das war auch absolut was Gutes und nichts, wo man was dagegen haben kann. Leider gibt es aber mittlerweile auch Menschen, die sich als Woke bezeichnen, die sich erstmal im Allgemeinen auf die Seite des progressiven, antidiskriminierenden und inklusiven stellen zum Beispiel. Oder für eine bestimmte Gruppe als Ally auftreten und sich als solcher bezeichnen. Jetzt kommt es jedoch aber dazu, dass sie aus dieser Position heraus andere Leute kritisieren, die sich nach ihrem Weltbild nicht korrekt verhalten. Aber wenn diese Person sich nicht anpassen möchte, beziehungsweise sich wehrt, dann kann man ganz einfach die Karte spielen und sagen, ja, dann bist du anscheinend einfach gegen Progressivität und dann auch für Diskriminierung, weil du bist ja gegen uns und wir stehen für diese und diese Werte, dann bist du auch gegen diese Werte. Was vom System her schon mal gar keinen Sinn ergibt, aber es passiert leider. Ich sag nicht, dass es den ganzen Tag immer so passiert. Aber es hat schon so eine Mechanik, die man mal hätte kritisieren können und das fehlt mir irgendwie so in der Gesamtheit in dem Video von Rob. Als VW einer seiner 30 Kantinen vegetarisch gemacht hat und es deswegen da keine Currywurst mehr gab, hat das viele Leute sehr wütend gemacht. Viele Leute, die nicht bei VW arbeiten und obwohl es in 29 anderen Betriebsrestaurants weiter Fleisch gab. Das ist so eine Sache, die ich persönlich beobachte. Die Aufregung basiert häufig nicht auf einer realen Einschränkung im echten Leben, die einen tatsächlich persönlich betrifft. Trotzdem sind Leute sehr wütend darüber. Und ich finde, damit macht er sich das Ganze etwas zu einfach. Also nur weil in einer VW-Kantine kein Fleisch mehr zubereitet werden darf und ein paar Leute darüber geschrieben haben oder du diesen Clip von Alice Weidel gefunden hast. Wir wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst. Das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel.
heißt das halt einfach nicht, dass das eine gute Zusammenfassung aller Kritik ist, die es an Woke gibt. Denn im Titel steht immer noch was von allen. Und zur Gruppe von allen zähle ich jetzt nicht nur die ein, zwei Zeitungen, die sich über diese dämliche Geschichte mit der VW-Kantine aufgeregt haben, oder Alice Weidel, sondern auch Leute, die durchaus berechtigte und argumentative Woke-Kritik üben und nicht nur so etwas schreiben wie, ja, damit wird man belästigt, wie es auch in diesen Kommentaren hier gemacht wird. Unter meinem Video zum Hass auf Transpersonen haben viele Kritiker geschrieben, der Hass ist nur eine Gegenreaktion von uns, weil uns das Woke so nervt. Der Hass kommt von den Transpersonen, Regenbogenflaggen und dem ganzen anderen Scheiß, der einem unter die Nase gehalten wird. LGBTQIA+ wird mir durchgehend auf jeder Plattform ins Gesicht gedrückt. Ich habe ein Problem damit, gefühlt jeden Tag mit Trans, Gendern, Woke, Vegan, Klima und so weiter in den Medien zugeballert zu werden. Diese Kommentare sind wirklich absoluter Trash. Vor allem, wenn wir nochmal darüber nachdenken, dass sich eben jede Person erstmal als Ally für eine Gruppe bezeichnen kann. Also jeder kann hingehen, der nicht betroffen ist und sagen, ich bin jetzt Ally für Transpersonen. Und dann im Internet den dämlichsten Unsinn von sich geben und andere Leute, die halt auch logischerweise die falschen Schlüsse ziehen und im Endeffekt natürlich auch daran schuld sind, regen sich dann darüber auf und geben Transpersonen die Schuld und denken sich dann sowas wie, der Hass ist nur eine Gegenreaktion von uns, weil uns das Woke so nervt. Natürlich sage ich damit nicht, dass Allies meistens oder immer dafür verantwortlich sind, dass Transpersonen gehatet und diskriminiert werden. Absolut nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es das Problem zumindest in Teilen verstärken kann und solche Allies nicht nur positive Auswirkungen haben. Aber er zieht halt irgendwie den falschen Schluss. Diese Kommentare sind unter einem Video, in dem Transpersonen auf dem Thumbnail steht. Die Leute haben ein Video zu diesem Thema angeklickt und sich dann beschwert, dass sie mit dem Thema bombardiert werden. Ich glaube halt nicht, dass sich die Leute darüber aufgeregt haben, dass sie in einem Video, wo es um Transmenschen geht, mit dem Thema belästigt werden, sondern eher, dass sie die Kommentare als einen Ort benutzt haben, wo sie sich einmal über das gesamte Thema so aufregen können und ihre Wut da abgelassen haben. Was es jetzt trotzdem nicht besser macht. Rob Bubble macht dann aber auch nochmal ein ganz anderes, interessantes Thema auf. It's called the Overton Window. It's a concept in political science that says there's this window of ideas the public is willing to accept. Everything inside the window is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous or unthinkable. Nur dieses Fenster verschiebt sich natürlich dauernd und einige von euch denken jetzt vielleicht gerade, ja, nach links, wegen der woken Agenda. Aber ist das so? Dann gibt er einige Beispiele an und begründet damit, warum sich das Fenster aus seiner Sicht nach rechts verschoben hätte. Ich würde argumentieren, dass in Deutschland durch die AfD etwas Ähnliches passiert ist. Unser Overton-Fenster hat sich auch verschoben. Und zwar auch nach rechts. Leider vergisst er hierbei komplett zu erwähnen, welchen Zeitraum er meint. Oder ich habe es einfach nicht gecheckt. Denn er sagt das so, aber es wäre ja schon wichtig zu wissen, ob er jetzt die letzten 5 Jahre oder die letzten 50 Jahre meint. Außerdem würde ich persönlich mir so eine Einschätzung nicht erlauben. Denn ich kann doch jetzt auch sagen, in Punkten wie beispielsweise der N-Wort-Debatte, den richtigen Pronomen von Transmenschen oder dem Gendern, hat sich dieses Fenster klar nach links verschoben. Aber das ist ja nicht so einfach, denn dann würde er einem wieder 3 Punkte nennen, warum er sich nach rechts verschoben hat. Dann könnte ich wieder 3 Punkte nennen und wem als erstes keine Punkte mehr einfallen, der hat verloren und der andere hat gewonnen und somit recht. Das würde einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, da die Punkte ja schon irgendwo unterschiedlich wichtig sind und auch heutzutage noch unterschiedlich akzeptiert. Also würde ich im Allgemeinen gar nicht so eine Einschätzung treffen wollen, wie sich das Fenster genau verhalten hat. Denn die persönliche Wahrnehmung ist von Person zu Person unterschiedlich, da die Punkte ja auch für verschiedene Personen verschieden relevant und wichtig sind. Ich zum Beispiel finde die Aussage, dass man Transpersonen mit den richtigen Pronomen ansprechen sollten, genau hier in der Mitte. Denn das sollte einfach normal sein. Allerdings auch die Aussage, dass es 2 biologische Geschlechter gibt, ist genau hier in der Mitte. Aber für eine Person, die jetzt woker eingestellt ist als ich, ist die Aussage, dass man Transpersonen mit den richtigen Pronomen ansprechen sollte, genauso in der Mitte, aber das mit den 2 Geschlechtern wahrscheinlich schon ganz weit rechts. Und das zeigt doch eigentlich auch eher, dass so ein bisschen dieses Feld auseinanderdriftet. Also bei verschiedenen Standing Points für verschiedene Personen kann man das gar nicht mehr so klar einordnen, wie es vielleicht früher mal einheitlicher war, denn die Gesellschaft ist mittlerweile eher so ein bisschen gespalten in den ganzen Punkten, ne? Und es gibt eher nicht mehr so dieses mittlere Neutral. Das wäre so eher die allgemeine Entwicklung, die ich an der Stelle beobachten würde.
Außerdem haben mich noch so ein paar Punkte gestört, wie zum Beispiel das hier. Ich finde es wichtig, dass kleine schwarze Mädchen auch eine schwarze Prinzessin haben, zu der sie aufschauen können. Wo ich halt sagen muss, ich glaube nicht, dass es für ein kleines Kind wirklich wichtig ist, dass der Charakter, zu dem sie aufschauen, die gleiche Hautfarbe hat. Also ich hätte jetzt nie gedacht, oh, eigentlich kann ich mich mit diesem Charakter super identifizieren, der hat Charakterzüge von mir, den finde ich sympathisch. Oh, Moment mal. Mann, der hat die falsche Hautfarbe, mit dem kann ich mich ja überhaupt nicht mehr identifizieren. Ich glaube, das ist einfach nicht die Art, wie kleine Kinder denken. Aber etwas zwiegespaltener bin ich hierbei. Ich persönlich gender manchmal, zum Beispiel, wenn ich meiner kleinen Tochter ein Buch vorlese und da was von Wissenschaftler steht, dann sage ich, hey, ne, es gibt übrigens auch Wissenschaftlerinnen. Eigentlich würde ich das genauso sehen wie beim letzten Punkt. Ich glaube nicht, dass Kinder so funktionieren, dass ein Mädchen jetzt denkt, ich kann kein Professor werden, weil die Geschichte von einem Mann handelt. Aber im Kontakt mit anderen Kindern kann es doch passieren, dass sie sich quasi in solche Rollenbilder einfügen, weil das auch irgendwo einfach menschlich ist. Allerdings halte ich es hier für weiterhin sinnvoller, im Allgemeinen seinem Kind einfach zu erklären, dass es vom Beruf her alles werden kann, unabhängig vom Geschlecht. Ich habe hierzu auch mal Gonzo gefragt, er ist Streamer, also auch in diesen Themen relativ tief drin und er ist auch Vater, könnt ihr euch gerne mal kurz durchlesen, das hat er geantwortet, aber im Allgemeinen ist es trotzdem die Entscheidung von Rob. Und da haben wir auch nicht so viel reinzureden. Und das hier war auch noch eine komische Aussage. Ich finde, ob Transfrauen im Frauensport mitmachen, ist A, eine Frage, ob die Person eine männliche Pubertät durchgemacht hat, B, eine Frage des Sports im Kampfsport. Das könnte schwierig sein, aber im Eiskunstlauf oder sowas ist es doch völlig egal. Und C, ist es eine Aufgabe der jeweiligen Sportverbände und von betroffenen Personen, sowas zu entscheiden, weil die meisten von uns haben sich ehrlich gesagt noch nie wirklich für Frauensport interessiert? Ja, nee, der Sportverband kann sich ja auch so entscheiden, dass es einfach unfair für Frauen ist. Und das darf man dann kritisieren, unabhängig davon, ob man sich jemals für Frauensport interessiert hat. Das ist ja überhaupt nicht die Debatte gewesen. Also im Allgemeinen ein durchwachsenes Video. Ich finde es halt nicht so stark, dass er das Gleiche macht, was er uns vorwirft, nämlich nur die übertriebenen Beispiele zu nehmen. Wie eben beschrieben, gibt es natürlich radikale Woke-Positionen, aber in meiner Wahrnehmung ist das eine kleine Minderheit, die dann aufgebauscht wahrgenommen wird. Ist dann halt komisch, wenn man gleichzeitig die Seite der Woke-Kritiker durch Alice Weidel, Fox News und ein paar dämliche YouTube-Kommentare vertreten lässt. Aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video.